So, hallo. Heute melde ich mich aus der Kälte. Also ich hatte ja im letzten Video über diese Notfütterung in der Theorie gesprochen. Ich setze hier oben den Link noch rein. Ich habe jetzt am Montag oder Dienstag habe ich bei zwei Bienenvölkern tatsächlich eine Notfütterung gemacht. Und zwar habe ich mich für die flüssige Variante entschieden. Ich habe, wie gesagt, einen Plastikbeutel genommen, vakuumisiert. Habe ich ja den Tipp bekommen von euch in den Kommentaren. Also dafür nochmal vielen Dank. Habe mir den Zuckerwasser gemischt, habe das eben verschweißt. Geschaut, dass eben keine Luft drin ist. Habe dann mit der Stecknadel von unten Löcher reingemacht. Und ist dann am, wie gesagt, am Montag oder war es der Dienstag auf ein Bienenvolk gelegt. Das habe ich bei drei Bienenvölkern gemacht, weil ich eben drei hatte, die extrem gut aussehen und wo ich kein Risiko eingehen wollte. Und außerdem habe ich ja, wie gesagt, bei euren Kommentaren den Tipp gesehen, habe ich gedacht, das probiere ich mal aus. Es hatten wir durchweg 10 Grad Kälte. Und auch tagsüber war ich nur Frost, ne? Minus 10 Grad, minus 7 Grad, also wirklich extrem. Ich habe auch die Woche kaum was gemacht. Ich war Montag kurz ein bisschen Bäume schneiden und dann habe ich ein paar Kleinigkeiten noch gemacht, aber es war einfach so kalt. Und auf jeden Fall, heute ist Donnerstag, heute habe ich gedacht, schaue ich mal beim Bienenvolk nach und ich blende euch hier das Bild ein. Also ich war total überrascht, ne? Der Beutel war leer. Die Bienen haben tatsächlich das Futter abgenommen, trotz der Kälte. Das hatte ich jetzt so nicht erwartet. Ich hatte noch nie bei so einer Kälte gefüttert und habe eigentlich auch erwartet, dass der Beutel nicht wirklich leer ist. Ich habe dann geschaut, ist es unten rausgelaufen, aber da ist nichts. Also es hat wirklich funktioniert, ist im Bienenvolk angekommen. Ich habe auch ein bisschen ganz vorsichtig, wir haben immer noch minus 6 Grad, ein bisschen geschaut, wie schwer sind die Waben. Also tatsächlich hat einfach super funktioniert. Also vielen Dank für den Tipp, habe ich gerne umgesetzt. Und kann jetzt positiv darüber berichten. Dann, was habe ich die Woche? Ich meine, ich habe ja im vorletzten oder vor drei Videos darüber berichtet, dass ich mir einen neuen Anhänger gekauft habe, um in größeren Gruppen zu wandern. Hintergedanke ist damals, oder habe ich jetzt schon seit einem knapp halben, dreiviertel Jahr, mir so eine Raupe zum Verladen zu kaufen. Da habe ich mich jetzt die Woche intensiver damit beschäftigt, habe zwei, drei Hersteller kontaktiert, was da denn so machbar ist, in welcher preislichen Größenordnung wir liegen. Also wir liegen so durchweg eigentlich zwischen 5.000 und 6.000 Euro. Das ist deutlich günstiger wie ein Avantstapler, was ja viele haben. Und vor allem bin ich viel, viel leichter. Ja, also ich kann wirklich mit meinem PKW-Anhänger, der kann ja 3,5 Tonnen laden, davon ziehe ich mal ab, diese Raupe, die wiegt zwischen 300 und 400 Kilo. Und dann habe ich da immer noch 2300 Kilo Nutzlast für Bienenvölker. Klar, wahrscheinlich, vielleicht bin ich ein bisschen langsamer wie mit einem Avantstapler, das mag sein. Ich wandere ja auch oder habe vor, nur in Zweierpaletten zu wandern. Also ich werde diese Nico-Paletten nehmen, die Zweierpaletten werde ich mir anschaffen, so ist der Plan. Und dann eben diese Raupenstapler. Also ich habe noch keinen gekauft, ich weiß auch noch nicht, ob ich das jetzt sofort kaufe. Aber ich wollte es einfach parat liegen haben, weil ich denke, in diesem Jahr werde ich diese Anschaffung noch, oder würde ich diese Anschaffung gerne noch machen. Also die Eckdaten, die ich mir überlegt habe, also wenn ihr Anregungen habt oder einen Tipp habt, sagt es mir gerne. Also, war gerade die Kamera verrutscht. Also wenn ihr Anregungen oder Tipps habt, sagt es mir gerne. Also meine Eckdaten, was ich mir überlegt habe, Hublast 300 Kilo, natürlich 310, also ich hätte gerne ein Honigfass, das ja 300 Kilo wiegt, die Möglichkeit hätte ich gerne.
Ich weiß zwar noch nicht, ob ich es nutzen werde, aber die hätte ich einfach gern und das haben ja auch die meisten Raupen. Dann haben die meisten Raupen, die wiegen dann zwischen, wie gesagt, zwischen 300 und 400 Kilo. Und als Hupe stelle ich mir einfach so vor, dass ich natürlich auf den Anhänger komme. Das ist nicht das Problem, aber dass ich zwei Bienenvölker mit Honigräumen aufeinander stellen kann, also eine Hupe von 1,50 Meter, 1,80 Meter, irgendwas in der Größenordnung. Ja, wie gesagt, da habe ich jetzt die Woche mit ein paar Herstellern schon Kontakt. Ich weiß noch nicht, wie das wird, was dabei rauskommt, aber ich denke, das ist der Weg für mich, den ich in der Wandertechnik gehen werde. Ist klein, ist flexibel, ist nicht so teuer, also es passt einfach zu meinem Betrieb. Ich bin jetzt, wie gesagt, und ich möchte es auch nicht, hier einen Lastwagen anzuschaffen, weil das ist ein riesen Kostenfaktor und der braucht Platz, der steht die meiste Zeit nur rum, der geht kaputt, muss repariert werden, er muss zur Hauptuntersuchung, also das ist nicht mein Ding, das Auto ist da, der Anhänger ist da, da bin ich flexibler, kann schneller fahren, kann länger fahren gegebenenfalls, wobei ich das jetzt ja nicht brauche, ich wandere ja nur im Umkreis von einer Stunde. Deshalb ist es einfach mein Weg. Ich sehe da jetzt auch nicht wirklich Nachteile. Und was ich noch gerne hätte, wäre natürlich, dass an der Raupe, dass da noch Zusatzgeräte gehen, das ist kein Muss. Holzspalter zum Beispiel, wir heizen ja mit Holz, das wäre ganz cool. Aber das kann ich zur Not auch selber hinbauen. Das ist jetzt nicht das ausschlaggebende Kriterium. Ja, ansonsten warte ich. Wir bekommen ja Sonntag angeblich 10 Grad wieder. Na, jetzt wie gesagt minus 6 Grad noch, minus 10 Grad gestern Nacht, minus 15 Grad sogar gehabt. Ich warte jetzt noch wahrscheinlich so 2 Wochen, dann mache ich die große Frühjahrsdurchsicht. Das heißt, ich check die Waben. Schau nach dem Futter, tue überflüssiges Futter ein bisschen auf die Seite, also hinter ein Sheet in meiner Betriebsweise hängen und bekomme dann die Bienenvölker langsam startklar. Was ich vermutlich dieses Jahr mal wieder ausprobiere, das hatte ich vor 2 Jahren schon mal ausprobiert, da hat es aber nicht wirklich gut funktioniert, ist die Bienenvölker aufzusetzen. Da habe ich mir jetzt überlegt, eigentlich ist es vielleicht schon ein bisschen zu spät, so wie ich das kenne. Aber wie gesagt, das hat bei mir nicht funktioniert vor 2 Jahren. Oder kaum funktioniert, also sprich die Königinnen sind abgestochen worden. Also vielleicht hatte ich auch den falschen Zeitpunkt gehabt, da muss ich mich jetzt nochmal einlesen. Das würde ich vielleicht dieses Jahr nochmal versuchen. Sprich, ich habe ein starkes Volk. Legen Absperrgitter drauf, setzen ein leichtes oder ein schwaches Volk oben auf und dann sollen die sich in der Theorie zusammen besser entwickeln. Bei mir sah das, wie gesagt, vor 2 Jahren so aus, dass ich sehr viele Königinnen dadurch verloren habe und auch viele Kollegen von mir sagen, du hast Jahre, da funktioniert es, du hast aber Jahre, da funktioniert es auch nicht, gar nicht. Es ist einfach sehr unterschiedlich. Da wollte ich jetzt dieses Jahr nochmal einen Versuch machen, da habe ich nämlich so ein paar Bienenvölker, wo ich dachte, mit denen probiere ich das einfach. Ja, jetzt stehe ich hier ohne Handschuhe, der Wind ist kalt, jetzt wird es mir schon wieder richtig kalt. Also ich mache jetzt auch noch eben nichts mehr hier an den Bienen, mache noch das Bild für euch von diesem, wie das Bienenvolk aussieht mit dem leergefressenen Futterbeutel. Dann setze ich mich wieder ins Auto und mache die Heizung an und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich super cool, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ne, das zeigt mir einfach, dass es euch interessiert, was ich hier mache. Ein Daumen nach oben. Die Fragen wieder gerne wieder einfach in Kommentare oder auch eure Erfahrungen zum Thema, wenn ihr sie habt, zum Thema Raupenschlepper oder Bienenvölker aufsetzen, also wirklich gerne in die Kommentare. Das ist ja ein Thema, da habe ich auch noch nicht so wirklich viel Erfahrung. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Woche wieder. Also macht's gut, tschüss, ade.